Um uns nun die Grundzüge dieser Wiederholung mit gegebener Anzahl in FOBBOT anzuschauen, werden wir unser Problem noch etwas reduzieren. Das bedeutet, wir werden es vereinfachen. Und das sieht vor, das ist eine sehr starke Vereinfachung, dass wir keine Bäume haben. Also, was müssen wir alles nicht machen? Wir müssen nicht überprüfen, ob ein Baum, also in dem Fall ein Block, vor dem Roboter steht. Wir müssen daher auch nicht ausweichen, sondern es geht nur ums Laufen. Und wenn wir dieses Problem gelöst haben, müssen wir ja später nur durch das Laufen einer Spalte anpassen, denn wir erinnern uns, dieses ganze Entlanglaufen war ja gerade nur unser äußeres Vorgehen und wir können diese unabhängig voneinander betrachten. Und damit können wir dann insgesamt das Gesamtproblem lösen. Aber erstmal reduzieren wir es, damit wir überhaupt eine Idee bekommen, wie wir da dran gehen können. Nun reduzieren wir und vereinfachen das Problem noch weiter. Wir betrachten zunächst einmal eine Spalte von fester Größe. Und das ist in dem Fall, wie hier einmal angedeutet, die Spalte 0. Denn das Laufen in den Spalten ist ja jeweils identisch. Und das Umsetzen von einer Spalte in die nächste, also das bedeutet, wenn ich hier angekommen bin, muss ich ja irgendwie noch wieder hier hinkommen und wieder nach unten gucken. Und das ist später nachzuholen. Das ist nämlich schwieriger, da wir die Randfälle gesondert betrachten müssen. Also wenn ich hier unten lang gelaufen bin, will ich ja gerade nicht mehr umsetzen. Also hier haben wir noch ein paar Randfälle zu betrachten. Und deswegen werden wir uns um die grundlegende Struktur, wie wiederholen wir Anweisungen, erstmal nur eine Spalte lang laufen. Jetzt eine Frage an Sie. Wie oft müssen wir denn eigentlich einen Schritt laufen, wenn wir die ganze Spalte entlang laufen wollen? Also von hier bis hier. Und die Welt ist 15 mal 15 groß. Überlegen Sie bitte einmal selbst, pausieren Sie das Video und überlegen Sie, wie oft wir den Befehl Move brauchen. Und zwar müssen wir 14 Mal langlaufen und nicht 15 Mal. Denn wir starten hier, dann würden wir 1 laufen, starten hier, 2, 3 und dann kommen wir am Ende an. Also wir haben immer und dann 14. Und laufen hier mit der 14 den letzten Schritt. Und wenn wir jetzt noch die 15 laufen würden, würden wir gegen die Wand laufen. Also, oder auch wenn wir es mit einem kleineren Maßstab haben, wenn wir uns diesen Teil hier anschauen. Es sind 3 Felder, aber um diese 3 Felder abzulaufen, brauche ich nur 1, 2 Move-Befehle. Also 1 weniger, als wie groß unsere Welt ist. Und wie gehen wir dieses Problem nun an? Also wie würde ein Kleinkind irgendein Problem angehen? Wir betrachten jedes Teil einzeln und gehen dann zum nächsten. Und wir haben noch eine weitere Idee. Wir nummerieren unsere Durchläufe, also wie oft wir gelaufen sind, durch und gehen von einer Nummer zur nächsten. Also wir wissen, wir brauchen 14 Durchläufe und 14 Befehle. Und jetzt wollen wir unsere Durchläufe und in jedem Durchlauf machen wir das gleiche, nämlich Laufe 1. Die wollen wir jetzt durchnummerieren, damit wir wissen, wie viele wir schon gelaufen sind. Denn wir wissen ja, wie viele wir laufen wollen, nämlich 14 Mal. Und jetzt ist unsere Idee, denn wir kennen schon sowas. Wenn wir etwas speichern wollen, vor allem eine variable Zahl, die sich ändert, ist eine Variable, eine Int-Variable, um eine ganze Zahl zu speichern, perfekt. Und deswegen sehen Sie einmal hier i gleich 0. Das ist schon unsere Zahl, mit der wir gerade, in der wir speichern wollen, wie oft wir schon gelaufen sind. Und von einer Zahl zur nächsten zu gehen, bedeutet ja gerade diesen Zähler um 1 zu erhöhen. Und so haben wir hier eine Variable, die die Durchläufe zählt. Und wie wollen wir sie zählen lassen? Wir zählen von i gleich 0 bis einschließlich 13 hoch. Und in jedem von diesen Durchgängen, die wir hier durchzählen mit i, lassen wir den Roboter Alice einen Schritt laufen. Und hier haben wir nun auch den Bezug zu unserer Anfangsfolie. Und hier sehen Sie auch den Bezug zu unserem Bildchen, was ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe im Input. Und zwar haben wir hier auch einen Zähler. Also hier ist unsere Variable, die unsere Durchläufe speichert. Und wir sind jetzt im zweiten Durchgang. Wir müssen aber noch weiter. Denn erst, wenn wir hier so oft lang gelaufen sind, dass wir hier einmal gesagt haben, okay, der fünfte Durchlauf, dann öffnet sich nach dem fünften Durchlauf hier die Schranke und wir dürfen diese Wiederholung verlassen. Und genau so funktioniert das auch, was wir haben. Und Sie merken schon, ich habe das Wort Schleife benutzt. Das ist genau unser Fachkonzept für diese Art von Wiederholung. Und deswegen auch hier nochmal, also die Schleife für den Anweisungsblock. In jedem Durchgang lasse Roboter alles einen Schritt laufen. Für jeden Wert, den die Variable i annimmt, einmal aus. Und
wie oft passiert das? Also wenn wir von 0 bis einschließlich 13 zählen, sind es genau die 14 Mal, die wir das machen wollen. Okay, und das schauen wir uns jetzt einmal direkt in der Kunstwelt an. Wir sind jetzt nochmal, wie Sie gerade sehen, mit den ganzen Mowing in First Column. Also wir wollen die ganz gerade auslaufen und das, was wir eben haben, wollen wir jetzt umsetzen, damit wir das nicht mehr so oft schreiben müssen. Deswegen löschen wir das als erstes. Und wie wollen wir das machen? Ich schreibe Ihnen als erstmal als Kommentar hin, wie wir das auch vorschatten, was nochmal unsere Idee waren. Also, wir wollten eine Schleife schreiben. Das bedeutet, im Englischen haben wir einmal die Schleife. Und hier wollten wir von 0 bis 13 zählen mit unserem Zähler i. Und was wollen wir in jedem Durchlauf, also in jeder Iteration machen? Da haben wir einmal for every iteration. Was wollen wir machen? Wir wollen, dass Alice einfach erstmal einen Schritt läuft. Also Alice moves one step. So, und jetzt kommen wir, das ist jetzt so ähnlich, wie wir es schon bei dem if hatten. Wir haben erst unser Schlüsselwort und dann unsere Klammern. Und Sie sehen es hier unten mit dem vor, was ich gerade markiert habe in blau, schon, das Schlüsselwort ist auch wirklich vor. Wir sagen für jede Iteration, für alle wollen wir etwas machen und das Schlüsselwort dafür ist auch vor. Dann kommen unsere runden Klammern. Da zeigen, deswegen haben wir es hier oben drüber geschrieben, da zählen wir gleich. Dann haben wir unsere geschweifte Klammer. Und die macht, analog wie wir es bei der Bedingung mit dem if hatten, was wollen wir denn machen? Also was soll wirklich getan werden? Also deswegen, oder auch hier bei uns, was soll in jede Iteration gemacht werden? Und da soll Alice einfach nur eins laufen. Und da haben wir unseren bekannten Befehl Alice Move. Das tippen wir schon mal ein. Jetzt wollen wir zählen von i gleich 0 bis 13. Wenn wir es erstmal so hinschreiben wie oben, sagen wir, okay, wir zählen von 0 bis 13. Das klappt noch nicht ganz, denn hier fehlt noch was. Unsere Welt weiß noch nicht, dass i eine ganze Zahl ist. Das haben wir die ganze Zeit so implizit mitgemacht. Wenn man zum Beispiel zu jemandem sagt, vor allem zu Kindern, zähl mal von 1 bis 3, würden sie ja nicht mit 1,5 irgendwie zählen, sondern das Zählen sind wirklich immer die ganzen Zahlen. Und für diese ganzen Zahlen haben wir den Datentyp int, den müssen wir noch davor schreiben. Also wir zählen von int. Es soll eine ganze Zahl sein von 0 bis 13. Und zwar einschließlich 13. Das ist gerade der Fall, wenn i kleiner gleich 13 ist. Also wir zählen das, was wir haben, vor, dafür soll das quasi für jeden Schritt soll das wiederholt werden, von 0 bis 13. Was wir auch implizit mitzählen, ist, wir zählen 1, also 0, 1, 2, 3, aber wir überspringen keine Zahlen. Deswegen müssen wir noch sagen, wir wollen wirklich jede Zahl zählen. Also wir wollen immer nur die Zahl um 1 erhöhen und nicht irgendwie mal 2, mal 3 oder abwechselnd. Das müssen wir auch noch sagen. Und da haben wir unsere Variablenzuweisung. Das wäre i plus 1 wird i zugewiesen. Das bedeutet gerade, dass wir es 1 erhöhen. Jetzt haben wir hier oben, zählen wir von 0 bis einschließlich 13 und erhöhen die Zahl, unseren Zähler immer nur um 1. Und was wollen wir in jeder Iteration machen, also für jede Iteration? Alice soll 1 laufen. Und vom Ablauf ist es, wie durchgegangen wird, wir setzen es auf 0. Dann überprüfen wir den zweiten Teil. Wollen wir schon abbrechen? Nein. Wenn wir mit 0 anfangen, ist 0 noch kleiner als 13. Wir laufen 1 und dann zählen wir hoch. Und wir probieren das jetzt direkt mal aus. Jetzt läuft Alice gerade hoch bis ganz nach oben. Und wir merken, sie ist auch nicht gegen die Wand gelaufen. Also bis 0 und bis 13 haben wir uns... Wir haben uns nicht verzählt. Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen,
dann steht hier in diesen 3 Zeilen, wenn man den Kommentar liest, sehr kompakt drin, was wir machen müssen. Im Gegensatz zu vorher, da konnte es quasi leicht passieren, dass wir uns irgendwie mal verschrieben haben und dass wir uns verzählt haben. Wir können uns zwar hier auch zu verzählen, aber wenn man weiß, ah, okay, ich kann es jetzt lesen, das ist zum Beispiel eine Schleife und ich weiß, von wo bis wo ich zählen kann, dann ist es viel leichter nachzuvollziehen, was man gemacht hat. Und ich zeige Ihnen jetzt noch einen Vorteil. Angenommen, unsere Welt ist nicht 15 mal 15, sondern 25 mal 25 groß. Dann müssten wir unten schon ganz schön anpassen, wenn wir nur die ganzen Alice.move, Alice.move, Alice.move und so weiter haben. Aber hier können wir es sehr leicht ändern. Vorher haben wir gesagt, okay, wenn die Welt 15 mal 15 groß ist, müssen wir bis 13 zählen. Warum zählen wir nur bis 13, also 2 weniger? Wir fangen bei 0 an und wenn wir ganz oben stehen, wollen wir nicht nochmal laufen. Unsere Welt 25 groß ist, wollen wir bis 23 zählen und schauen an, ob sich das wirklich so leicht abändern lässt. Jetzt sehen Sie die große Welt. Jetzt muss erstmal alle Blöcke und da unten kommt Alice. Und sie läuft und läuft und läuft, bis sie ganz oben ist. Und jetzt haben wir einmal etwas Grundlegendes gesehen, was wir irgendwie mit quasi sehr knapp unsere Ideen formulieren können. Wir haben vorher sehr viel Zeit in das Konzept von dieser Schleife gesteckt. Wie machen wir das überhaupt? Und jetzt können wir es aber relativ knapp runterschreiben. Und was wir auch noch den Vorteil haben, um das nochmal deutlich zu machen, es lässt sich besser nochmal lesen, wenn man, mal vorausgesetzt, man muss sich erstmal einarbeiten in diese komprimierte Art von Sprache. Wir haben viel weniger Redundanz, weil wir... Und deswegen lässt sich es auch leichter warten, wenn ich hier irgendwie an einer Stelle merke, ach, ich will irgendwie nicht laufen, sondern angenommen, wir wollen super viele Münzen ablegen, dann kann ich das an einer Stelle machen. Also hier sagen wir, wollen immer eins laufen und eine Münze ablegen. Also Alice, put coin. Jetzt geben wir Alice am Anfang noch ganz viele Münzen mit, nämlich 100. Und dann nehmen wir 1000. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt legt Alice eine Spur von Münzen. Hätten wir das irgendwie vorher, zum Beispiel, wenn wir nur immer die ganzen Move-Befehle untereinander haben wollen, hätten wir in jede Zeile, nach jeder Zeile, eine neue Zeile reinkopieren müssen. Und das wäre viel aufwendiger gewesen. Aber, so wie wir es hier haben, mussten wir nur eine Zeile ergänzen, nämlich das, was sie jedes Mal machen soll. Und das ist auch ein Vorteil, dass es sich leichter abändern lässt für verschiedene Situationen. Und nun wollen wir uns abschließend nochmal dem Begriff Schleife widmen. Also Schleife, das kennen Sie schon, die Schleife in der Alltagssprache. Es ist auch ein wiederkehrender Anlauf. Zum Beispiel eine Endlosschleife, wie man sie von den Jahreszeiten kennt. Wir haben immer Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und da ist eine Endlosschleife möglich, also das wäre für uns völlig in Ordnung. Eine Schleife wird auch die Biegung eines Flusses genannt oder ein Band mit 2 Schlaufen und Dingen in einer ähnlichen Form. Die Schleife in der Informatik beschreibt auch einen wiederkehrenden Ablauf, aber hier ist eine Folge von Anweisungen gemeint, die mehrmals durchlaufen werden. Und es handelt sich hier dann noch um Fachsprache. In der Fachsprache wird dies auch Iteration genannt, also eine Iteration ist ein Durchlauf der gesamten Schleife. Und darüber gibt es auch verschiedene weiterführende Fachsprache, wie die Schleife iteriert über beispielsweise die Zahlen 0 bis 13. Dass wir sagen, okay, wir haben einen wiederkehrenden Ablauf und zwar von wann bis wann. Und hier haben wir so ein bisschen auch als die Schleife die Metapher Eier aufschlagen. Wir machen immer das Gleiche, wir können die durchnummerieren, sagen, okay, das sind die Eier 0 bis 10 in der Schachtel und für jedes 0 bis 9 in der Schachtel und für jedes Ei mit der Zahl i zwischen 0 bis 9 wollen wir ein Ei aufschlagen. Und hier wird ganz gut gegenübergestellt, dass es zwar beides ein wiederkehrender Ablauf ist, aber was Unterschiedliches gemeint ist. Und zwar ist hier, um nochmal auf die Endlosschleife durchzukommen, gerade in der Informatik keine Endlosschleife möglich. Oder auch, wenn Sie bei Ihrem Computer Endlosschleifen haben, dann hängt er sich irgendwo auf und es funktioniert nicht. Also das ist etwas, was in der Alltagssprache möglich ist, aber wir in der Algorithmisierung gerade nicht wollen.